kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, heute ausnahmsweise mal am Dienstag live. Und wir sprachen gerade über... Was? Ausnahmsweise Dienstag oder ausnahmsweise live? Ausnahmsweise dienstags live. Wir sprachen gerade über Schalke gegen Gladbach. Tobi hat das fantastisch analysiert mit etwas unglücklich gewählten Farben auf seinem Tacticboard. Und jetzt sind wir quasi in der Halbzeit. Die Pause ist beendet. Die Spieler kommen aus den Katakomben, gehen auf ihren Platz. Und jetzt kommst du. Was ist dann passiert? Ja, ich kann es gar nicht so richtig fassen, also greifbar machen, weil es war dann der Wechsel. Stindl kam für Westergaard rein. Stindl für Westergaard. Stindl Westergaard. Und dann hatte Gladbach plötzlich sehr offensiv gespielt, hatte mehr Leute vorne, hat hinten dann auch nicht mehr ganz dann diese Fünferkette, die sie teilweise hatten, gehalten gegen den Ball. Und dann hat Schalke das ausgekontert, eiskalt, mit vier Dingern, also vier Chancen, vier Tore. Das war dann brutal. Drei Tore in drei Minuten oder ja, sowas, ne? Ja, genau, das war brutal effizient auf jeden Fall. Und Gladbach hat sich quasi mit der Umstellung, der etwas zu offensiven Umstellung, so selber im Bein gestellt. Ja, man wollte mehr Torgefahr entwickeln. Ja. Das war, glaube ich, die Aussage von Schubert. Ja. Hat man auch, allerdings für Schalke. Es war jetzt nicht so, also das war so ein komisches 4-0, weil es war nicht so, dass man gedacht hat, okay, da ist eine Mannschaft von der ersten Minute an so überlegen, dass sie das Ding locker 4-0 gewinnt. Mhm. Sondern eher dann aus der Situation heraus, wo dann Schalke auch befreit war und dann das Konterspiel durchziehen konnte, dann hat es einfach funktioniert. Inwiefern kann man davon sprechen, dass bei Schalke da auch ein Knoten geplatzt ist? Ich meine, das ist ja auch so ein Erlebnis, ne? Die haben nicht nur 1-0 gewonnen und das über die Zeit gerettet oder so, sondern die haben die wirklich 4-0 am Ende abgeschossen. Und man hat richtig gemerkt, wie viel emotionale Energie da auch frei geworden ist, auch bei einem Weinziel. Na gut, das muss man, kann man wahrscheinlich letztendlich erst bewerten, wenn sie das auch ins nächste Spiel rüberbringen. Ja, das können, ist, weil, genau, ne, ist wenn sie da jetzt wieder 3-0 verlieren, dann kann es auch ganz schnell wieder verpuffen. Aber ich glaube schon, dass denen das ein bisschen Selbstvertrauen geben wird und dass man, ja, also sie müssen jetzt darauf aufbauen. Also ich, ist ja ganz klar, so, das ist ein Sieg, ein hoher Sieg gegen eine gute Mannschaft. Besser geht es eigentlich nicht, um sich selber aus dem Dreck zu ziehen. Jetzt müssen sie aber, das wird Weinziel denen auch genauso eintrichtern. Ich weiß nicht, gegen wen geht es jetzt für Schalke als nächstes? Ja. Keiner weiß es, aber ich kann es euch sagen, gegen Augsburg, in Augsburg. Das ist auch eine lösbare Aufgabe eigentlich für einen Schalker Kader. Und da müssen sie jetzt natürlich diese drei Punkte vergolden. Gladbach war insofern auch eine dankbare Aufgabe. Das klingt jetzt doof, weil Gladbach erstens auswärts schwach ist, was ich mir bis heute nicht erklären kann, wie das sein kann. Mhm. Und zweitens, weil sie natürlich mehr das Spiel gemacht haben als andere Gegner von Schalke. Und wir hatten ja auch öfter schon gesagt, Defensive funktioniert eigentlich. Und darauf konnte man sich auch wieder verlassen. Und jetzt konnte man auch mal das Konterspiel auspacken, so richtig schön. Frage, erinnert euch, Entschuldigung, erinnert euch dieses Spiel ein bisschen an Gladbachs Schlüsselspiel letzte Saison gegen Augsburg? Dieses, war das 4-5? Ich weiß, was du meinst. Als auch innerhalb kürzester Zeit sich die Gladbach auf einmal in einen Rausch gespielt hat, wo man ansatzweise gesehen hat, wie gut die eigentlich sind. So, ja. Das hast du jetzt bei Schalke. Wenn der Knoten im Kopf erstmal gelöst ist. Das ist auch meine Frage. Das ist so ein bisschen eine lustige Anekdote der Geschichte, dass ausgerechnet Gladbach quasi diesen Kelch an Schalke überreicht. So wären sie, oh, ich komme zu Besuch hier. Übrigens, das ist der Schlüssel, so funktioniert das. Und jetzt macht Schalke das Gleiche wie Gladbach letzte Saison, nämlich eine brutale Aufholjagd. Ist das möglich mit dem Kader? Ist da eine ähnliche Qualität wie in Gladbach? Qualität hat der Kader, finde ich. Ja. Wäre mal spannend zu wissen, was die Fans dazu sagen. Das ist eine sehr gute Idee, Ralf. Und ich schaue mal, ob unser Schalker Fanbeauftragte zugegen ist. Marc Quambusch. Marc Quambusch. Nein, das ist natürlich der Florian. Und was heißt Florian nicht auch irgendwie sowas wie Glück oder der Glückliche oder irgendwie so? Oder der Siegreiche? Das ist Viktor. Ja, aber vielleicht gewinnt Florian auch. Man weiß es nicht. Ich rufe ihn mal an. Kannst du ihn ja gleich mal fragen. Frage ich ihn mal gleich mal, was das bedeutet, was er dazu sagt. Ist er jedenfalls da? So. Ach! Hallo Florian. Schön, dass du da bist. Das ging ja ganz fix. Wir hören nichts. Wir hören dich leider noch nicht. Ja, ich sehe dich und höre dich. Nice.
Oh, ich höre dich auch. Ich sehe dich auch. Sehr schön, gut, dass du da bist. Jetzt haben wir gerade über deinen Verein gesprochen. Hast du uns zugehört? Ja, habe ich. Stimmst du mit dem Gesagten überein? Ja, auf jeden Fall. Ich war auch sehr überrascht. Und ich finde aber, also Prel Mbolo muss da viel mehr herausgehoben werden noch aus dieser guten Leistung. Mhm. Und dass der Wechsel von Westergaard doch spielbestimmter war als vielleicht gesagt. Also das fand ich, hat mich überrascht und hat ja dann auch gezeigt, dass es da doch große Probleme für Gladbach gab. Also würdest du sagen, dass es auch ein Stück weit ein Geschenk des Gegners war? Geschenkt, nee, aber es hat es beeinflusst. Stark, würde ich sagen. Breel Embolo hebst du hervor, sicherlich nicht nur wegen der zwei Tore. Jetzt habe ich im Chat, und der ist ja inhaltlich sehr verlässlich gelesen, dass er überschätzt ist, hat jemand geschrieben aus der Schweiz. Siehst du dann anders, ja? Ja, überschätzt. Für das Geld, was er gekostet hat, ist es natürlich dann schnell zu sagen, wenn er nicht sofort einschlägt, dass er überschätzt ist. Aber der ist ein anderer Spielertyp. Also das ist so ein Racker, so ein richtiger Kämpfer. Und in dem Spiel konnte es auch mal zeigen, weil die Aktionen auch geglückt sind. Ja, oft wirkte das ein bisschen unglücklich bei ihm, aber ich würde sagen, der ist erst 19 Jahre alt, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Das sagen viele Fans jetzt im Nachhinein. Und ich denke, der wird sich noch zu einer ganz großen Nummer entwickeln. Mhm. Im Sturmzentrum vor allem. Nie auf rechts oder links außen, sondern ich denke eher im Sturmzentrum. Siehst du ihn eher auf Hinterlassposition? Ich sehe ihn eher, genau, auf Handelsposition. Also ein Jahr quasi noch anlernen und dann geht der Hunter zurück nach Amsterdam und Embolo übernimmt, oder wie? Nee, ich denke, der Hunter wird immer Schalker bleiben, aber das System jetzt mit dem einen Stürmer sehe ich jetzt gerade, na gut, der Hunter ist verletzt, aber sehe ich Embolo ein bisschen weiter vorne, weil er halt doch noch mehr gegen den Mann arbeitet als der Hunter. Aber ich denke, das kann ein gutes Wechselspiel werden für die nächsten Jahre, bis hin zur Ablösung. Wie siehst du denn, Florian, bislang, also jetzt mal den Sieg jetzt ausgeklammert, aber ich schätze mal, noch vor diesem Spiel gab es auch Kritikpunkte von deiner Seite am Schalker Kader und am Schalker Spiel. Prost. Prost. Danke. Wie siehst du denn, so jetzt mal, wo siehst du denn die Schwächen des Schalker Kaders? Warum sind die überhaupt da unten reingerutscht? Ist es einfach jetzt nur ein bisschen Pech und schlechter Start gewesen oder steckt da tatsächlich auch eine substanzielle Erklärung dahinter? Nee, das würde ich nie sagen, substanziell. Also ich denke, sie haben einen besseren Kader als letzte Saison. Sie hatten ein bisschen Pech, was jetzt die Anfangsspiele anging. Da waren doch ein paar Brocken dabei. Jetzt das Frankfurt-Spiel mal. Das Frankfurt-Spiel habe ich nicht gesehen, aber mit Bayern und dann die Hertha zu Hause, schon letztes Jahr sahen sie da nicht so gut aus. Ich würde das Problem, das kann man sich immer nie erklären, wenn man vier Spiele nacheinander verliert. Ich glaube, am Anfang war noch das waren alles gute Spieler, es hat bloß noch nie im Gesamten gepasst. Weinzierl muss ja auch erstmal so einen Weg finden, denke ich, wie das mit dem System funktioniert. Und ich finde jetzt das System, was sie jetzt in Gladbach gespielt haben und auch in Salzburg, das ist, denke ich mal, das Zielbringendere. Also den Conor Bianca noch mehr einbringen, also vielleicht auch auf der Seite von Schöpf. Und dass man dann ja wirklich nur mit einem Stürmer spielt, also nicht mit zwei Stürmern. Und jetzt versucht einfach das Selbstvertrauen, was aus dem Sieg hoffentlich gewonnen wurde, dann auch mit nach Augsburg mitzunehmen und konsequent zu sein. Also das fand ich halt in den letzten vier Spielen noch ein bisschen gefehlt. Das ist oft dann dieser Schalke-Schlendrian nach Führung, dann auch manchmal so, ja, das wird schon irgendwie über die Zeit gehen, dann doch nicht geklappt hat, aber jetzt im Gladbach ein bisschen Glück auch, aber dann doch mal zu Null gespielt und das sind doch dann so Selbstvertrauen, was man dann mitnehmen kann, ja. Also du klingst recht abgeklärt, also man hört jetzt nicht bei dir sowas wie eine Aufbruchstimmung, so, ja, jetzt geht's los, sondern du bist schon recht nüchtern, ne? Also ist die Erwartungshaltung jetzt auch so ein bisschen verdörrt in den letzten, nee, weil er so viel Bier trinkt, denkst du jetzt, er klingt nicht nüchtern, weil das möchte ich sagen, Schalker können viel Bier ab, bevor sie nicht mehr nüchtern klingen. Ist das jetzt so ein bisschen, haben so quasi die letzten Jahre so ein bisschen auch du klingst euch nüchtern den Stachel gezogen, dass ihr zu viele Erwartungen habt, sodass du jetzt erstmal sagst, ruhig,
blauer. Nach dem Spiel am Sonntag hätte er mich da direkt angerufen, dann hätte ich natürlich gesagt Champions League Qualifikation, aber man hat jetzt zwei Nächte drüber geschlafen. Also also aus den letzten Jahren sollte man jetzt nie, ich weiß nicht, wann Schalke das letzte Mal so eine richtige Serie hatte, so von, sagen wir mal, 6 Spielen so à la Gladbach mit Siegen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und jedes Spiel ist schwer. Und gerade so vermeintlich kleinere Gegner wie Augsburg oder Darmstadt und Bremen, die jetzt alle noch folgen, das sind jetzt nie die Lieblingsgegner von Schalke. Und da ist man doch eher realistisch. Vor allem, wir sind jetzt Platz 16. Das ist noch nicht gut, aber es ist ein Anfang. Also irgendwie, jetzt hat man den sich von der Wand wegbewegt sozusagen und jetzt. Ja, ich glaube jetzt nie, dass 4 Siege oder 5 Siege in Folge kommen, aber ich denke, dass wir am Schluss im Tabellenmittelfeld sind, also im Schluss der Hinrunde. Es ist lustig, weil wenn man nur dann, also du sagst, das ist das, was du so erwartest und du scheinst irgendwie ganz okay damit zu sein. Wenn man das vor der Saison gesagt hätte oder wenn das einer der vorherigen Trainer, also ein Jens Keller oder ein Breitenreiter erreicht hätte, der wäre ja aus der Stadt gejagt worden. Ja, denke ich auch. Aber also persönlich fand ich Jens Keller war ein überragender Trainer, auch vom Typ her. Fand ich sehr schade, dass er gehen musste. Und das ist, glaube ich, das große Manko auf Schalke, dass man halt zu schnell da die Erwartungen dann irgendwie an Trainer bindet. Und dann muss er halt gehen, wenn das nicht stimmt. Und jetzt haben sie sich aber, sag ich mal, so gedreht mit Heidel und Weinziel, was ja dann doch die ausgerufenen Favoriten waren, dass man jetzt nie sagen kann, ja, wir können ihn jetzt nicht durch die Stadt treiben, weil das ist substanziell genau das, was wir wollten. Und ich sag mal, ein Breitenreiter ist ja dann doch irgendwie eher so, im Vorfeld hat man schon gehört, ist vielleicht doch nicht die allerbeste Lösung oder die Lieblingslösung, da war ja Weinziel schon im Gespräch, aber jetzt hat man das Nonplusultra, was man schaffen wollte, hat man jetzt gemacht. Und jetzt hat es nie so gut funktioniert am Anfang und jetzt sagt man halt, okay, es muss was aufgebaut werden und der Sache gibt man dann auch Zeit. Mhm. Und das schwappt zumindest auf mich so rüber, dass man ruhiger ist im Nachhinein. Während des Spiels bin ich nicht ruhig. Super. Jemand von euch noch eine Frage an den Flo? Ne? Mhm. Florian, vielen Dank fürs Paratstehen und für deine Einschätzung und Prost noch, ne? Dankeschön, ja, euch auch. Tschüss. Ciao. Ja, finde ich ganz vernünftig, ne? Dass man sagt, so ja, man ist geduldig geworden, gibt der Konzentration die Zeit. Ich habe das ja schon häufiger, glaube ich, jetzt gemacht mit den Fan-Korrespondenten. Ich muss erstmal sagen, Respekt. Also beide bislang sehr nüchterne, gute Jungs, die auch Ahnung haben, aber sachlich darüber reden. Also da muss ich vielleicht doch nochmal überlegen. Ist Eduard Laser eigentlich Fußballfan? Ja, nicht, weiß ich nicht. Kenne ihn ja nicht. Mal fragen. Persönlich. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen, dass ich das eigentlich sehr schön finde, auch mal dann Leute, die an der Basis operieren, dass man die auch mal zu Wort kommen lässt. Über ihre Vereine. Sonst haben wir hier nur zwei einigermaßen subjektive Meinungen und hier einen, den interessiert alles oder nichts und Ralf, der. Gut, so ein bisschen. Der ist halt da. Der hat halt Ahnung, aber auch die Liebe hat sich verteilt auf mehrere Vereine, für die er gespielt hat. So ist der Ralf. Der hat Liebe für so viele Vereine. Der kann sich einfach nicht auf einen Verein festlegen. Und das ist aber auch okay, weil er ist jung und irgendwann im Alter kommt aber vielleicht. Jetzt in der ersten Liga ist relativ wenig Vereine, für die ich Liebe empfinde. Was ist denn? Du findest für alle gleich, viel Hass. So kommt auch. Naja, wirklich, weißt, was Hass ist ein sehr hartes Wort. Nein, weißt, was aber ich glaube in der Tat wirklich nur gegen einen Verein. Aber du hast tatsächlich, es gibt nur eine Möglichkeit, eine logische Konsequenz, welchen Verein du lieben wirst. Und ich möchte dir ganz kurz erklären, in wenigen Worten, wie das funktioniert. Jetzt kommt's. Und zwar, Gefühle sind wie Pendel. Und die Extremzustände eines Gefühls sind die Außenstände eines Pendels. Ja. Und die oberen sind eindeutig Liebe und Hass. Und deswegen ist es oft so, wenn man jemanden sehr doll liebt und dann lässt man das Pendel los, dann schlägt es mit der emotionalen Kraft der Gravitation bis an das andere Ende und da ist Hass. Und deswegen wird aus Liebe schnell Hass. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass aus Hass sehr schnell Liebe werden kann. Das bedeutet, du wirst Hamburg-Fan sein, HSV-Fan sein, noch vor Ablauf dieser Saison, da freue ich mich sehr drauf. So, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Wer ist dran? Ich weiß nicht, ob das Ralf. Das Pendel wird ja immer schwächer. Und wenn es vom Hass, dann vielleicht kommt es nicht mehr ganz hoch bis zum
lieben. Hörst du bitte auf, das jetzt irgendwie zu hinterfragen, was ich sage? Das war eine schöne Metapher eigentlich. Ja. Und es wird dann immer schwächer. Ja. Die war genauso sinnlos wie schön. Nächstes Spiel. Was haben wir denn da noch? Nehmen wir doch keiner will. Darmstadt gegen Werder. Gut. Keiner das bei Darmstadt-Werder wollte ich eigentlich, ich will eigentlich nur diese Szene zum zweiten Tor von Werder Bremen. Fand ich großartig. Sané hat den Pass gespielt, ne? Sané-Pass. Ein Sané-Pass. Weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt, der Konter. Und rechts Finn Bartels und vorne startet Gnabry. Und er spielt den Pass und in dem Moment, wo man einen Pass spielt, fühlst du. Jetzt bist du auch so wie ich. Ja. Man fühlt quasi in der Aushol. Nein, Spaß beiseite. Also du merkst wirklich, ob du den Ball gut triffst, ob du ihn zu fest triffst oder was auch immer. Da hast du eigentlich du hast ein Gespür für, außer du hast halt Holzfüße. Und sowohl Sané wie auch Bartels, Sané sogar geht in die Knie und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und Bartels auch. Oh, weißt du, so eine gute Chance. Und dann kommt Gnabry, schaltet seinen Turbo, kriegt noch den Ball und schießt ihn halt ein. So viel Vertrauen haben sie also zu ihren Mitspielern oder in ihre eigenen Fähigkeiten, wie auch immer. Mhm. Fand ich sehr, sehr amüsant und lustig, die Szene. Und zum Spiel insgesamt kann uns Tobi bestimmt viel mehr sagen. Leider nur in der Zusammenfassung sehen können und habe dann so ein bisschen die ersten Minuten reingeschaut. Es schien auf mich so ein bisschen das Werder-Problem zu sein, auch was ich von meiner Werder-Timeline auf Twitter gelesen habe, dass man nicht unbedingt die Lösung hatte, wenn Darmstadt sich jetzt im 4-4-2 zurückgezogen hat, dass man dann keine Lösung gefunden hat und dass es dann dadurch in einigen Situationen mehr Schlagaustausch wurde, als nötig war. Aber weiß nicht. Ich muss gestehen, ich habe nur die Tore gesehen von diesem Spiel ausnahmsweise mal. Ich weiß, ich bin eine Enttäuschung für euch. Das ist ja nichts Neues, Tobias. Nein, das war ein Scherz. Du bist niemals eine Enttäuschung. Du bist eine Freude und die Perle und die Seele dieser Sendung. Neben Ralf und Etienne und mir. Das sind viele Perlen. Das ist eine Perlenkette, sozusagen, diese Sendung. Ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht alles gesehen, aber diese Szene fand ich sehr schön, weil die ist mir auch aufgefallen. Es war halt echt geil, der spielt den Pass und beide so, oh scheiße. Da ist Gnabry. Ja. Ist halt so, vor 10, 12 Jahren hättest du auch gesagt, oh, der ist viel, David läuft, also Odonko läuft. Ja. Ja, ich muss übrigens mal ein Wort zu Serge Gnabry sagen, weil wir haben ja auch vor der Saison überlegt, so ist der Junge vielleicht ein bisschen überbewertet, da war ja Bayern München auch noch im Gespräch, hat da die Qualität dafür, hat sich bei Arsenal nie durchgesetzt, war jahrelang absolutes Top-Talent, hat es aber, wie gesagt, bei Arsenal nicht geschafft. Und dann fragt man sich, okay, warum sollte jetzt eine Mannschaft wie Bayern an einem Spieler interessiert sein, der es bei Arsenal nicht in die erste Elf gepackt hat? Und ich muss sagen, er hat ein starkes Olympiaturnier gespielt. Und da hat man auch gedacht, so, okay, die Qualität war jetzt vielleicht überschaubar so ein bisschen. Aber bislang in Bremen spielt er eine richtig, richtig starke Saison. Also wenn der das auf dem Niveau hält und sich noch verbessert, da hat Bremen einen fantastischen Transfer gemacht. Für verhältnismäßig wenig Geld. Mhm. Weiß man das so genau? Also dass wieder jetzt der genaue Gnabry-Deal war, weiß man es ist ja schon wieder im Kicker, glaube ich, gestanden, da war schon wieder diese These, dass die Bayern die Transferrechte an ihm hätten und ihn quasi kaufen könnten, wenn sie wollen. Es war so ganz komisch, ein bisschen fishy und nicht so eindeutig. Es ist nicht ganz klar, die Bayern äußern sich da nicht. Also hier ist zum Beispiel, hier ist ein Artikel über, kann ich noch mal eben kurz zeigen. Im Kicker auch ein Artikel über Serge Gnabry. Da unten dieses mit dem Trikot. Wir haben leider nicht, wir können nicht draufzoomen, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, aber da ist, also da ist er da. Da, der Serge Gnabry, ne? Da, also wenn man das. Da ist quasi das Serge. Wie schlecht, was ist das für eine Werbung, wo du aussiehst wie so ein schlechter Las Vegas Magician, der so die Karten reinwirft. Ja, was so, man denkt. Now you see me mäßig. die Bank, das ist Nils Bumhoff. Zauberer und Bundesliga-Moderator und Spieler, Ex-Spieler. Das ist korrekt. Ja. Das ist mein Leben. Aber es sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. So auf so einem, was ist das, Cadillac oder was? Es ist, ich habe keine Ahnung von Autos, also es könnte alles sein. Also es ist für mich hat das. Nein, darfst du nicht sagen, dass du keine Ahnung von Autos hast? Nein, es war ein Scherz. Natürlich habe ich Ahnung von Autos. Man, du liebst Autos, dein Hobby. Ja, Mann, warum, was soll das? So, zurück zu Ralf. Apropos Autos. Apropos Autos. Bei Werder darf man natürlich nicht vergessen. Ich bleibe dabei. Kruse und Pizarro. Da kommt einiges. Oder so. Oder Pizuse. Piruse. Pizuse. Da kommt natürlich einiges an. Gerade an offensiver Qualität zurück. Ja, und auch Finn Bartels.
ja, der sich vielleicht jetzt demnächst auch mal wieder findet. Ja, der vor allen Dingen ein Konterspieler ist auch. Ja. Der ist vor allen Dingen ein Konterspieler, finde ich. Also der ist am besten, wenn er... Du wolltest ihn bei Comunio kaufen von mir. Weißt du es noch vor der Saison, bevor er sich... Wen? Gnabry? Nee, er wollte von mir Bartels abkaufen. Echt? Ja. Wolltest du einige? Bist du bei einigen gebildet? Ich habe keinen Werder-Spieler je gekauft. Nee, du wolltest. Ich habe es nicht zugelassen. Management ich auch nicht. Nein. In einer seiner glanzvollsten Entscheidungen in der Comunio-Geschichte. Das ist eine Lüge. Ich versuche Grifo seit dem ersten Spieltag zu kaufen. Die Perle bröselt so ein bisschen. Der Typ verkauft nicht. Ich habe schon 8 Millionen oder so geboten. Der verkauft nicht. 8 Millionen? Was für Grifo? Ja, der hat ja auch schon jetzt 60 Punkte gemacht oder so. Also der hat. Nee. Grifo hat sehr viele Punkte. Ja, aber nicht 60 und der ist auch kein 8 Millionen wert. Da kriegst du einen Rieber. Egal, das ist jetzt egal. Wir wollen über was. Falls ihr euch fragt, wie die Mannschaft von. Die heißt ja, ist das objektiv beste Team. Das ist ja, das muss man an der Stelle auch seine erste Saison bei uns in dieser seit 10 Jahren existierenden Community, der kommt einfach mal rein, der Tobi, und nennt sein Team das objektiv beste Team. Ja. Er ist auch Tabellenführer. Es stimmt, ich bin im Moment das objektiv beste Team. Ja, aber so hieß du auch schon, als du auf Platz 3 warst. Insofern. Ja. Gut. Egal, das ein kurzer Ausflug. Dann sind wir eigentlich durch mit Darmstadt gegen Bremen, weil jetzt hat keiner so richtig das Spiel gesehen, ne? Und es ist ja in dieser Sendung vieles erlaubt, aber nicht dumm Geschwatze, sondern hier ist wirklich jedes Wort hat Gewicht. Sollen wir einfach Zahlen vorlesen? 2-2. Ja, bitte. Ich kann leider also nicht mehr so wirklich viel. Wirklich aussagekräftig ist aber auch relativ wenig, finde ich. Ziemlich wenig Pässe gespielt, wenn man es mal zusammenrechnet. 289 zu 155 für Bremen. Viel, ja. Ist das jetzt eigentlich eine Enttäuschung, dass Bremen in Darmstadt einen Punkt holt? Hat Bremen höhere Ansprüche? Gegenfrage oder anders, dass Bremen 2 Tore kassiert gegen Darmstadt. Ich meine, Darmstadt ist jetzt auch nicht so die Ball- und Tormaschine. Aber Enttäuschung weiß ich nicht in der aktuellen Situation, in der Bremen einfach steckt. Es ist halt auch nicht das Bremen-Spiel, wie gesagt, weil Bremen... Dachte, wir auch kontern möchte, wie so viele Bundesligisten. Und nach Darmstadt fahren ist dann nicht das Bremen-Ding. Da haben sie auch letzte Saison, glaube ich, gegen Darmstadt verloren. Aber einmal. Wessen Ding ist das überhaupt? Ich meine. Also ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Argument eigentlich? Ja, das ist niemandes Ding, aber das ist die Bundesliga. Ich finde, weißt du, was ich mal sagen muss? Darmstadt, ne? Ich habe die schon abgeschrieben. Mir tut das wirklich, also das ist keine Frage von Sympathien oder irgendwas. Nur so, wenn ich mir angucke, was Darmstadt letztes Jahr geleistet hat, was sie für einen Aderlass hatten. Ich denke so, okay, Darmstadt ist abgeschrieben, die werden es nicht packen dieses Jahr. Und dann ist man immer überrascht, wenn die einen Punkt holen. So, oh, das ist ein Punkt. Aber ist das vielleicht bei den Spielern auch so, dass die sich denken, so, okay, Herr Darmstadt, aber so dieses Jahr werden die das nicht nochmal packen. Und dann verliert man da wie Frankfurt oder einen Punkt? Naja, also es ist bei Darmstadt zumindest so, also wenn Traditionsvereine wie Bremen, der HSV, die Eintracht, die eine ganz andere Wirtschaftlichkeit haben als Darmstadt und auch die müssen jedes Jahr hoffen, dass sie in der Liga bleiben. Ist doch ganz klar, dass Darmstadt auch diese Saison, nächste Saison, übernächste Saison, wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren, selbst wenn sie den Klassenerhalt schaffen, immer wieder zu den Favoriten zählt, was den Abstieg Ja, aber ist das, angeht. Ich meine, dass also, man als Spieler, ist man befreit von solchen Gedanken? Fährt man dahin wie zu jedem anderen Spiel? Oder neigt man tatsächlich dazu, auch zu unterschätzen? Also zu unterschätzen glaube ich nicht. Dafür ist jedem bewusst, wie unangenehm diese Aufgabe in Darmstadt ist. Das geht mit dem Stadion los, über die Zuschauer bis hin zum Platz und den Gegenspielern. Aber vielleicht falsch einzuschätzen, weil du es ja nicht kennst. Falsch ja, aber nicht, nochmal, unterschätzen nein, im Sinne von, man weiß, dass es eine unglaublich unangenehme Aufgabe wird. Wenn die jetzt aber auf einmal doch anfangen, Fußball zu spielen. Warte mal, wir haben doch jetzt hier nur erwartet, dass hier nur Kick and Rush und Gepöle und Geholze. Was machen wir denn jetzt? Das kann passieren. Was für mich aber dennoch kein Unterschätzen ist, so nach, ja komm, da fahren wir hin und dann 2-0 zur Halbzeit, 4-0 am Ende und dann fahren wir nach Hause und feiern. Aber das so denkt wahrscheinlich also fast niemand, oder? Ja gut, die Frage wurde ja gerade gestellt. Ja, ja, ich sag's nur, generell kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendjemand so ins Spiel geht. Also es fände ich erschreckend, wenn ein Profi. Ich glaube, es ist natürlich etwas anderes, wenn du nach einem. Ja gut, München ist ein schlechtes Beispiel, aber natürlich Champions League gegen Real Madrid ist wieder was anderes. Aber ich glaube halt schon, dass du recht hast, dass du heute nicht Fußballprofi sein kannst, weil da steckt so viel hinter, auch so viel an Arbeit und auch so viel an Professionalität. Einfach wenn du da einfach
dir eine Kippe anzündest vor dem Spiel und dann aufs Feld gehst und sagst, nein, ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, und da kannst, das kannst du ja sicherlich noch unterstreichen, wenn es stimmt, aber dass du, um so hoch, auf so hohem Niveau Fußball zu spielen, musst du ja einen innerlichen Antrieb, einen Ehrgeiz haben, und Ralf hat das ja auch schon oft gesagt, auf was man alles verzichtet in der Jugend. Du musst dich durchbeißen, es ist ja ein Behauptungskampf gegen tausende von Talenten da draußen und Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen, und das ist ja die oberen 500 in einer Liga oder weiß ich nicht, wie viele Bundesligaspiele es gibt, und da musst du einen Drive und einen Ehrgeiz haben, um da überhaupt dabei sein zu können. Das sind nicht die Typen in der Regel, sicherlich gibt es hier und da vielleicht eine Ausnahme, weil der talentiert ist und begnadet wie Mario Basler und trotzdem Lappen ist eigentlich. Aber generell sind das Typen, die Bock haben zu gewinnen und zu zeigen, was sie drauf haben. Also sonst schaffst du es doch nicht als also in Fußball-Bundesliga. Also nochmal diese Einstellung, die du jetzt in den Raum gestellt hast, glaube ich nicht, dass es das in den oberen bezahlten Ligen gibt, nein. Ja, vielleicht ein Balotelli kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Gut, gut, aber das höchstens ja, so rum wird ein Schuh draus, wenn du zu jung, zu viel Kohle und ja, weiß ich nicht, was das dann irgendwie. Von diesem Erfahrungswert habe ich halt gerade gezerrt, als ich dieses Gefühl geschildert habe. Einfach zu jung, zu viel Geld gehabt. Zu jung, und zu erfolgreich. Zu erfolgreich gewesen. Wo war, was hast du mit 19 gemacht? Mit Zivi? 19 habe ich, habe Abi. Und dann Zivi. Aber fürs nächste Mal vielleicht, ich weiß nicht, ob das von der Zeit reicht, fürs nächste Mal, wenn wir nicht so viel vom Spiel gesehen haben, danke Chat, sonst heißt es wieder, der guckt ab und sagt nichts, das kam von denen. Vielleicht bei sowas die Fans fragen, weil die haben es bestimmt gesehen. Das ist, auch das ist wieder ein toller Gedanke. Aber die sollen sich dann kurz fassen, weil... Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich gucke mal, bitte? Wir haben ja keinen Darmstadt-Beauftragten. Doch, haben wir, das ist ja das Geile. Und zwar den Lukas. Darmstadt-Beauftragten, ach doch, der Lukas. Ich rufe mal eben ganz schnell den Lukas an und frage ihn mal ganz kurz nach den Erwartungshaltungen in Darmstadt. Ob die glauben, das wird nochmal was dieses Jahr, oder ob man sagt, schöne Abschiedstournee. Lukas, da bist du ja. Moinsen, der Ton ist ein bisschen schwierig gerade, aber ich glaube, kann auch an uns liegen, dass vielleicht die Regie das dann kommt, der Werder Bremen Fanbeauftragte durchgeschleift hat. So, da ist er. Hallo. Mach mal ein bisschen dicht dran, gell? Du siehst aus wie ein kurzhaariger Alvin. Ja, das ist, stimmt ein bisschen. Ist das jetzt ein Kompliment oder nicht? Ja, ja, klar. Erstmal schön, dass du dich noch gemeldet hast. Wir hatten ja Probleme, noch einen Fanbeauftragten aus Darmstadt zu bekommen. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über deinen Verein gesprochen. Fühlst du dich angegriffen? Och, von was? Dass es eklig ist, in Darmstadt zu spielen? Nö, auch, dass das wir war, so ein bisschen glauben, dass es ganz schwer wird für euch dieses Jahr. Das war auch in keinster Weise negativ gemeint. Also in dem Kontext ist eklig nicht zwingend negativ. Das wollte ich gerade sagen, so aus meiner fußballerischen Erfahrung, ich bin eigentlich lieber der eklige Spieler als der schöne Spieler. Von daher, muss zugeben, dass ich selbst so vom Saisonstart oder auch vom Vorfeld, von dem ganzen Sommer, wie der sich so dargestellt hat, hätte ich schon, habe ich jetzt auch nicht die ganz große Hoffnung gehabt. Deswegen bin ich jetzt schon mal ganz froh, dass die Entwicklung eine gute Richtung nimmt. Also wenn ich jetzt vergleiche, erster Spieltag in Köln, das hat ja schon fast körperliche Schmerzen bereitet, so schlecht wie wir da waren, und jetzt ist besser. Also hast du berechtigte Hoffnung, dass es ein zweites Wunder geben kann? Es ist zumindest so, dass wir gegen die Gegner, sagen wir mal, aus der unteren Tabellenhälfte auf Augenhöhe sind. Kommt halt darauf an, wie viele Punkte wir holen. Mhm. Ein Punkt gegen Bremen ist gut, aber reicht natürlich am Schluss nicht. Wolltest du was sagen? Oder? Nee, ist nur lustig, weil der Chat sagt, du siehst aus wie die anderen beiden Fanbeauftragten, und die haben die Verschwörungstheorie, dass es einmal der gleiche Typ ist, der sich nur in eine andere Ecke des Raums setzt und ein anderes Trikot anzieht. Ich fand es einfach nur lustig, weil eine gewisse Ähnlichkeit ist, ich glaube. Das wäre eine tolle Idee gewesen, um zu gucken, wie lange wir das durchziehen können. Das wäre sehr lustig gewesen. Ja, zurück zu dir. Kommst du aus Darmstadt auch? Ich bin gebürtiger Hamburger, der von seinen Eltern nach Darmstadt gebracht wurde. Entführt. Und ja. Mignon, was ist da los? Das musst du mich nicht fragen. Da muss ich mal, mit deinen Eltern sprechen. Okay, aber die Mannschaft, ne, ein bisschen Adalas gehabt, Sandro Wagner gegangen, der Erfolgstrainer ist gegangen, viel neu. Wie beurteilst du so jetzt die Arbeit von Norbert Meyer? Ich sag mal so, ich bin ein bisschen positiv überrascht. Als ich jetzt den Namen Norbert Meyer damals gehört habe, habe ich jetzt eher auf einen schlechten Scherz gehofft. Ja. Im Sommer noch, und sagen wir es mal so jetzt, das hat sich schon, es ist besser geworden, und die Mannschaft ist ganz ordentlich zusammengestellt, was jetzt auch nicht unbedingt zu vermuten war, weil ich gedacht habe, dass
der Schnitt zum letzten Jahr oder zu den Jahren davor sehr hart ist, weil plötzlich sehr viele Spieler auch aus dem Ausland kamen oder aus Bereichen, wo wir eben nie eingekauft haben. Mhm. Da muss man halt eben gucken, ob das so zusammenpasst, aber so Neuzugänge wie Beziak, das passt im Moment ganz gut, die hauen sich alle voll rein, das gefiel mir gut am Samstag. Also Werder Bremen hatte massive Probleme, das war gut und hat auch dazu geführt, dass die Bremer eben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Die haben sich ein bisschen darauf versteift, dass wir einen Elfmeter gekriegt haben, der vielleicht glücklich aussah, aber für mich ein klarer Elfmeter war. Und die Grundlage ist da, darauf kann man aufbauen. Ich bin jetzt halt mal gespannt, ob wir von dem wegkommen, was wir so in den letzten Jahren für Fußball gespielt haben, nämlich von hoch und weit. Wollte ja Norbert Meyer ganz gerne so ein bisschen mehr Flachpassfußball, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt gelingt, bin ich gespannt. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Ist das nicht auch ein großes Risiko? Weil wenn man sagt, ich nehme jetzt quasi mal den nächst anspruchsvolleren Gang und versuche eben ja mehr Fußball zu spielen und sich dann eben auch auf einem Gebiet zu messen, wo der Gegner vielleicht auch ein bisschen besser ist, kann das nicht auch nach hinten losgehen? Ohne Zweifel kann das nach hinten losgehen. Ich denke aber auch, wenn wir mit Dirk Schuster und in der Art und Weise weitergemacht haben, wäre es ähnlich schwer gewesen. Mhm. Die glücklichere Voraussetzung hier in Darmstadt jetzt ist vielleicht, dass der Kader eben einen sehr starken Umbruch hinter sich hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ingolstadt gucke, die haben weniger Umbruch im Kader, die könnten noch den gleichen Fußball spielen, haben einen Trainer, der möchte jetzt aber was anderes spielen. Mhm. Da ist auch noch ein bisschen Sand im Getriebe und bei uns ist jetzt vielleicht so ein bisschen so eine sehr, sagen wir mal, so eine sehr glatte Grundlage, da kann man viel formen und wenn man es gut macht, dann kann man das auch sehr erfolgreich machen. Aber es kann natürlich ohne Zweifel nach hinten losgehen, klar. Aber ich meine, wenn man jetzt mal die 3 Punkte aus dem Frankfurt-Spiel mal ausklammert, die euch einfach nicht zustehen, da sind wir uns einig, dann hättet ihr jetzt 3 Punkte. 2. Naja gut, wäre ich zumindest ein Unentschieden gewesen. Ach so. Insofern. Also Unentschieden gebe ich Ihnen, auch wenn es auch unverdient gewesen wäre. Aber diese 2 Punkte sind natürlich blanker Hohn. Aber ihr habt sie, aber rein spielerisch habt ihr sie eigentlich nicht. Also müsst ihr euch schon, auch wenn es jetzt noch in der Tabelle gar nicht so schlecht aussieht, da müsst ihr euch schon Gedanken machen. Also rein spielerisch habt ihr jetzt noch keine Bäume ausgerissen. Das mag sein, wenn wir jetzt anfangen, Punkte aufzurechnen, da hätten wir aber auch gegen Hoffenheim, glaube ich, 4-2 gewinnen müssen, weil wir 2 sehr klare Elfmeter verweigert bekommen haben. Und was soll's, das Ding ist reingegangen, wir haben die 3 Punkte gegen die Eintracht gemacht. Die nimmt einem keiner mehr, aber gegen Augsburg war die Mannschaft jetzt nicht wirklich schlechter. Sie war jetzt gegen Hoffenheim nicht wirklich schlechter. Sie war gegen Bremen auch lange Zeit gut unterwegs und hat gegen meine Erwartung den Rückstand gut weggesteckt und nochmal einen Punkt geholt. Also es ist jetzt nicht so weit weg von dem, was der Rest gespielt hat, zumindest in den Heimspielen. Ich meine, wir haben gegen Dortmund ja auf die Schnauze bekommen, wie man so schön sagt. Aber wart ihr nicht die Einzigen? Ich wollte gerade sagen, es war mir nach dem Spiel schon klar, das werden wir nicht die Einzigen sein. Und dann hat ja auch die Woche drauf Wolfsburg 5 gekriegt. Also das kann mal passieren. Ich denke, ja, wir müssen einfach noch ein bisschen, ja, die Mannschaft braucht halt Zeit, die man in der Bundesliga nicht hat, ist klar. Aber spielerisch, ja, mein Gott, wenn es so bleibt und wir punkten weiter, dann nehme ich das auch. Bin jetzt aus Darmstadt nicht die ganz großen Glanzlichter gewohnt. Super. Lukas, vielen Dank und viel Erfolg. Was ist da los bei dir? Das ist... Ach so, das ist jetzt eine Gegenüberstellung. Guck mal. Von eben. Das ist ja lustig. Oh Gott, die These ist bestätigt. Da ist schon. Kannst du mal so gucken, so ein bisschen? Ja. Jetzt ist es raus. Gunnar, ey! Gunnar, dieser Schuft! Das ist ja unglaublich. Ein und dieselbe Person. Ja, vielen Dank, Lukas, oder wie auch immer du heißt. Tschüss nach wo auch immer du wohnst und dann bis gleich oder so, ne? Wenn wir den nächsten anrufen. Tschüss. Macht's gut. Ja, Auch wieder ein toller Experte. Sehr sympathisch alle, oder? Ja. Den einen habt ihr gut gekastet. Den einen habt ihr gut gekastet. Er denkt sich auch jedes Mal einen neuen Dialekt aus. Ja. Ihr werdet es nicht glauben, ne? Also, es war doch wirklich so, dass eben der Florian, der Schalke-Fan, dass der so ein bisschen gesächselt hat, oder habe ich das ja. Hab ich schon rausgehört? Mhm. Da ist mir schon aufgefallen, da stimmt da irgendwas nicht.
Schalke-Fan aus Sachsen. Das müsste sich doch mehr so anhören irgendwie. Oder das ist Rheinland. Ja gut, wie redet man denn aber da in Köln? Gelsenkirchen? Gelsenkirchen? Beide ja wahrscheinlich auch. Das, okay, Gelsenkirchen, reden die wahrscheinlich gar nee, das... Wie redet man denn da? Deutsch. Deutsch. Welchen Dialekt meine ich, ihr Lappen? Pott. Ach, nervt mich nicht. Kommt zum nächsten Thema. Man sagt sowas wie... Hier. Bernd Kutzara, seine alte ihr Stadion. Rein inhaltlich. Komm mal bei mich bei, sagt man im Wort. Komm mal bei mich bei. Komm mal bei mich bei. Man nimmt das da ganz locker. Komm mal bei mich bei. Ganz wenn das einer sagt, ey. Komm mal bei mich bei. Guck mal. Ihr habt jetzt die Chance, das ist jetzt so ein bisschen so wie bei Hopp oder Top früher. Da sind jetzt zwei Preise aufgedeckt. Hinter dem Tor 1 ist das 1-2 von Ingolstadt. Geh aufs Ganze, Hoffenheim. Nils. Oh. Entschuldigung, Hopp oder Top war das mit den Geldscheinklammern, oder? Hopp oder Top war dieses, wo die an die so Terminals saßen. Mhm. Raumschiff Enter, Hopp. Top zeig ich dir. Und dann haben wir noch. Ich wäre mal für eine späte Sendung mit wenig Schlaf. Erinnert ihr euch noch an die Sendung mit zu wenig Schlaf nach dem Oscar? Die komplett. Hast du da mit? Komplett in die Hose ging, ja. Das ist Hopp oder Top. Ja, das meine ich. Das ist doch mit der Geldscheinklammer, mit diesem Moderator, der immer die so war inhaltlich, war. Erinnerst du dich? Nee, ja. du warst aber nicht. Die Oscar-Sendung mitgemacht. War du warst ausgeschlafen, aber. So, bitte jetzt. Wer ist denn dran zu Ich bin dran, Ingolstadt gegen Hoffenheim. So, Ingolstadt endlich. Ja, dann fange ich mal an. Oder? Immer. Gut. Ja, gut, danke. Danke. Scheiße. Punkt. Ausrufezeichen. Große Scheiße, es gab unter der Woche eine Diskussion. Diskussion nicht. Es gab eine Aussprache zwischen. Aussprache ist auch doof. Also es gab halt ein Gespräch zwischen Mannschaft und Trainer, wo es auch grundsätzlich nicht ein bisschen hart ausgedrückt. Nee, das Harte kommt dann nach dem Spiel. Es gab ein Gespräch zwischen Mannschaft und Trainer über die grundsätzliche Ausrichtung und dann hat man sich tatsächlich am Sonntagmorgen auch nochmal zusammengesetzt nach dem Spiel. Trainer war auch in der PK not amused über die Art und Weise. Hat das sehr kritisiert, hat das so ein bisschen kryptisch formuliert. Ich hoffe, jetzt hat der Letzte gesehen, dass das so nicht funktioniert, weil die Mannschaft sich unter der Woche für ein 4-3-3 oder ausgesprochen hat für ein 4-3-3. Ist nicht aufgegangen, die Abstände passten nicht, die Abstimmung in der Abwehr passte nicht. Und dann gab es am Sonntag nochmal eine Aussprache, wobei ich mir vorstellen kann, dass das eher ein Monolog war. Das ist ja schon eine etwas ältere Geschichte, ne? Dass die Mannschaft... Ach so, ich wollte sagen, das ist ja vorgestern. Aber. Nein, ich meine so grundsätzlich, dass die Mannschaft gerne einen Spielstil pflegen möchte, jetzt auch ein bisschen weg von dem der letzten Saison, ein bisschen mehr Fußball spielen, ein bisschen weniger destruktiv. Das kam vom Trainer. Ich glaube, die Mannschaft wollte ja quasi das noch weitermachen. Also der Kocinski hat ja eigentlich, ist eigentlich auch ein typischer 4-2-3-1-Trainer normalerweise, der... aus diesem System heraus agiert und Ingolstadt war ja 4-3-3 lange Zeit. Und auch ganz hohes Pressing und das ist eigentlich auch nicht Kocinskis Ding. Und das waren halt diese Seiten, die sich da gegenüberstanden. Und wenn du jetzt daraus halt den Mittelwert versuchst zu finden, kommt halt das bei rum. Ich zeige so nichts Ganzes. Ja, ist tatsächlich so, weil das Pressing funktioniert nicht mehr wie letztes Jahr. Fürs Mitspielen und das ist nichts Negatives, reicht die Qualität einfach nicht. Also man ist keine Mannschaft, die in der Bundesliga die 17 anderen Mannschaften und noch nicht mal 10 Mannschaften wirklich bespielen kann, sondern so wie man es letztes Jahr gespielt hat, ist das, was der Kader hergibt. Und das funktioniert halt momentan einfach nicht. Plus noch so einzelne Baustellen. Du hast mit Özcan einen wahnsinnig wichtigen Faktor im Tor verloren. Du hast mit Hübner einen sehr, sehr wichtigen im Zentrum verloren, der auch so ein bisschen diese... Hoffenheim, lustigerweise. Genau, der jetzt sein erstes Spiel machen durfte. Ja. Kam jetzt bis jetzt auch noch nicht so wirklich zurecht, aber hat am Samstag im Prinzip eine Stunde vor Anstoß erfahren, dass er spielt. Kennst du den? Ja, auch noch zusammengespielt. Und zufällig waren wir Samstagabend oder... Wir waren im selben Restaurant und haben halt zusammen gesessen, haben so ein bisschen über die Situation gesprochen. Kleiner Sprung jetzt zu Hoffenheim. Dass das für ihn bisher relativ unbefriedigend war, aber nochmal für Ingolstadt, weil über Hoffenheim
kann ich gar nicht so viel erzählen, ist das halt ein stabilisierender Faktor gewesen im letzten Jahr. Und das sind so mehrere Dinge, die da einfach zusammenkommen und deswegen funktioniert das momentan. Aber lass uns mal ganz kurz unter der Woche haben sie auch, letzter Satz, unter der Woche haben sie auch angesprochen, sie sind nicht mehr giftig. Und das waren sie ja. In den Zweikämpfen, im Pressing, da war viel Power hinter. Lass uns den Punkt noch mal ein bisschen besprechen. Da ist jetzt eine Mannschaft, die hat letztes Jahr als Aufsteiger ja, sehr überrascht und frühzeitig auch den Klassenhalt geschafft, mit ja, einer ganz speziellen Art zu spielen. Da haben wir auch oft drüber gesprochen, wie Ingolstadt agiert. Jetzt kommt dann ein neuer Trainer. Hasenhüttl hat da ja also ein krasses Standing auch gehabt, sage ich mal, in der Mannschaft. Jetzt kommt dann ein neuer Trainer und der möchte etwas Neues installieren und die Mannschaft spricht sich geschlossen gegen den Trainer aus. Es ist doch ein krasses Misstrauensvotum, wenn eine Mannschaft sagt, wir wollen nicht die Spielidee des neuen Trainers, wir wollen die Spielidee des alten Trainers haben. Oder ist das eher eine Lappalie? Das wollte ich da ganz kurz, wenn ich das ergänzen soll, das hat mich auch interessiert. Inwiefern ist es normal, dass eine Mannschaft sagt, weil ich erinnere mich, das gab unter Thomas Schaaf bei der Eintracht ein ähnliches Ding, wo die Mannschaft gesagt hat, wir wollen aber wieder so spielen, weil er irgendwie ein System gespielt hat, wo die Mannschaft sich einfach nicht wohlgefühlt hat und sich irgendwann genötigt sah, das dem Trainer zu sagen. Ist das ein normaler Vorgang innerhalb einer Mannschaft, eines Trainers, was dann in den Medien als große Revolte stilisiert wird, oder ist das schon ungewöhnlich, dass die Mannschaft sagt, hey Trainer, so wie du dir das vorstellst, wollen wir das nicht? Es ist normal, dass Spieler, beziehungsweise das, also meistens der Mannschaftsrat oder der Kapitän, schon weitergeben, wie sich eine Mannschaft fühlt mit der Art und Weise, wie der Trainer sich das vorstellt. Und natürlich fühlst du dich in gewissen Systemen viel besser, weil du es gewohnt bist. Weil du vielleicht schon deinen Erfolg damit hattest, als in anderen Geschichten. Und ich würde das gar nicht mal als Misstrauens irgendwas auslegen, als Zeichen des Misstrauens, weil sie sehr gute Erfahrungen damit gesammelt haben und wissen, was sie können und was sie nicht können. Mhm. Und die Jungs wissen auch selber, dass deren Spiel halt nicht ist, 80% Ballbesitz und wir spielen den Gegner tot. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ich glaube, das hat das beide Trainer, Entschuldigung, auch in Darmstadt haben wir es ja auch gerade gehört, beide Trainer jetzt quasi vom Erfolgsrezept der beiden Aufsteiger abrücken und eine attraktivere, anspruchsvollere Spielart installieren wollen. Und aber wahrscheinlich jetzt merken, Das Ding ist, es hat ja immer zwei Seiten. Es gibt ja, ich kenne das Beispiel von Pep Guardiola, weil das in dem Buch war, das über ihn erschienen ist, Herr Guardiola, dass er bei diesem Real Madrid im ersten Champions League aus, wo sie 4-0 verloren haben, haben die Spieler ihm quasi die Aufstellung diktiert. Da ist Bastian Schweinsteiger ist zu ihm gegangen, hat gesagt, die Mannschaft fühlt sich nicht wohl damit, wir wollen das so und so spielen. Haben sie 4-0 verloren. Kehrtseite davon war, dass Pep Guardiola in den kommenden Jahren sehr bestimmt wurde und sehr oft gesagt hat, wir machen das jetzt so, wie ich das möchte, weil es ist damals ja schon schief gegangen. Und dann hat es dann wieder in die andere Richtung geführt, dass Pep Guardiola so dann als jemand galt, der nicht auf die Spieler hört, der denen keine Freiheiten gönnt. Das hat man am Anfang der Saison gesehen. Also hat er beide Seiten. Du musst halt einerseits, kannst du nicht komplett über die Mannschaft hinweg regieren. Wenn die Mannschaft sagt, das geht nicht, dann was willst du machen als Trainer? Aber du kannst auch dich nicht, musst auch als Trainer deine eigenen Ideen haben. Weil Kauczynski muss ja das auch vermitteln. Der muss sich ja auch selber wohlfühlen damit im Spielstil. Er verantwortet es auch. Am Ende wird er rausgeworfen. Und er wurde ja auch quasi verpflichtet als jemand, der eventuell eine Spielidee hat. Ich kann mir vorstellen, bei der Verpflichtung eines Trainers, ich habe sehr viele Verpflichtungen eines Trainers miterlebt, dass dann auch mal in einem Gespräch über die Spielidee gesprochen wird. Und, aber das hast du nicht so oft mitbekommen. Nee, ich meine, man liest halt viel, so. Was so passiert. Also, was passieren könnte. Ne? Also, nee, was regelmäßig passiert. Also, es ist, was ich mal sagen will, ist Die Kunst ist natürlich da, dann als Trainer wirklich so das Gespür dafür zu finden, okay, wie viel kann ich von den Spielern annehmen und wie viel muss ich selbst einbringen? Ganz banales Beispiel auf was anderes runtergebrochen. Trainer fragen unter der Woche immer, wie fühlt ihr euch? Seid ihr müde? Ich habe noch nie einen Spieler gehört, der gesagt hat, ich bin fit. Echt? Ja, weil man muss ja mehr trainieren. Fußballer sind unter der Woche beim Training faule Säcke. Alter, ihr seid ja mega faule Schweine. Wenn ich in meinem Job sowas machen würde. Ja gut, jetzt ist die Frage, auf welchem Niveau wir jetzt über faul diskutieren. Erzähl mal zu Ende. Spaß beiseite. Es geht darum... wenn du sie am Freitag fragst, dann sind sie alle fit, oder wie? Genau. Nein, es geht darum, dass Trainer schon immer auch Rückmeldungen wollen. Wie fühlt ihr euch? Wie habt ihr das Training gestern verkraftet, wenn es vielleicht mal ein bisschen intensiver war? Mhm. Und dann, wie viel nehme ich davon an? Also wenn du mir jetzt sagst, wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10 und du sagst 8,
Dann muss ich mir überlegen, okay, sind es wirklich 8 oder sind es eigentlich nur 6, aber du haust einfach aufgrund deines Naturells vielleicht noch mal 2 drauf. So, und er hat vielleicht eine bessere oder eine schlechtere Einschätzung. Das ist von Spieltyp zu Spieltyp natürlich unterschiedlich oder von Mensch zu Mensch. Und da muss er so ein bisschen das Gefühl entwickeln, okay, wie viel nehme ich jetzt tatsächlich an und wie viel eigene Ideen bringe ich dann quasi in unsere Spielidee rein. Man muss ja auch dazu sagen, jetzt am konkreten Beispiel Ingolstadt, dass es ja von Anfang an sehr nah an die Hasenhüttel-Idee gelegt war unter Kocinski, dass sie damit auch gar nicht schlecht gefahren sind am Anfang. Erst ein Unentschieden gegen Hamburg und dann ein paar sehr unglückliche Ergebnisse auch. Also es war nicht so, dass sie komplett schlechter waren als der Gegner immer, sondern sehr unglücklich war. Aber jetzt ist halt wirklich der Punkt gekommen, wo sie klar schlechter waren als Hoffenheim. Hoffenheim hat sie anlaufen lassen, Hoffenheim hat das saureif gemacht, haben den Ball hinlaufen lassen, bis sie die Räume hatten. Und jetzt ist halt der Punkt, wo Kocinski auch sagt, okay, es geht nicht so weiter, jetzt muss ich durchgreifen. Und jetzt hat er die 2 Wochen Zeit. Das ist halt, glaube ich, auch ein gut gewählter Zeitpunkt einfach, um jetzt nach diesem Spiel, was mal wirklich schlecht war im Vergleich zu anderen Spielen und wo man halt Zeit hat, tatsächlich was Neues zu machen. Das erinnert mich so ein bisschen an, kennt ihr den Film The Damned United? Klar. Ne, da ist ja auch der Trainerwechsel, dann kommt er da rein und es gibt diese alteingesessene Haudegen-Truppe. Ah, es ist ein geiles Beispiel, genau das ist es doch. Weil er, wenn er da reinkommt und dann sagt, okay, ja, ihr wart letzte Saison ganz gut, aber ich mache jetzt was komplett anderes, dann sagt die Mannschaft ja auch, Mensch, wieso? Also The Damned United ist ein Film über Leeds United in den 70ern, glaube ich, mit dem Brian Clough, der da reinkommt in die Mannschaft und halt einfach alles anders macht. Die Mannschaft das scheiße. Ja, man muss sagen, die sind Meister geworden und haben also die linke mehr, ist noch mehr dahinter. Harte sehr tolle Tour gefahren in den Spielen, genau. Und er wollte, glaube ich, eher so ehrlichen, schönen Fußball und die wollten eher hinterhältig sein. Kann man nur empfehlen. Auch das Buch ist auch großartig. Schimpfwörter. Super, aber der heißt doch nicht Brandon Clough, der hieß anders. Brian Clough, nicht? Brian Clough? Weißt du, aber so hast du Brian oder Brandon gesagt? Brian Clough. Gut. Ja. So, denn da jetzt diesen Weg zu finden, Ich finde das spannend. Auch so, wenn du aus der Sicht, dass so einzelne Sätze in einer Pressekonferenz auf einmal an Gewicht gewinnen. Also was du gerade gesagt hast, jetzt hat es auch der Letzte gerafft. Man denkt, okay, an wen ist das denn gerichtet? An die Presse oder was? Und dann erzählst du sowas und das gibt einfach einen ganz anderen Sinn. Ja, spannend. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, gut. Hoffenheim, hast du gerade noch einen Satz gesagt, das ist sehr reifer. Die Spielanlage, auch mit welcher Geduld und ja, Nagelsmann viel Tempo auch. Hat da offensichtlich. Die haben es gut raus, sie kriegen es gut hin, aus der Abwehr herauszuspielen. Und die haben relativ viele Pässe zwischen den Innenverteidigern, aber haben es jetzt wirklich bei Ingolstadt wirklich hinbekommen, im richtigen Moment den Weg rauszufinden. Aus diesem immer hinten rumpassen. Mhm. Das war so ein Problem die letzten Wochen, aber das war sehr gut gegen Ingolstadt. Sehr schön. Dann haben wir noch das Topspiel Schalke gegen Mainz. Wolfsburg gegen Mainz, entschuldigen Sie bitte. Und ich glaube, dann haben wir es, ne? Wolfsburg gegen Mainz 0-0. Wolfsburg, eine Mannschaft, die sich mehr Chancen rausspielt, als es das Torverhältnis vielleicht erzählt. Und ich kann sagen, bist du jetzt nicht der Wolfsburg-Experte? Ich lese von dir am Wochenende fast nur, also überspitzt formuliert, fast nur noch irgendwas über Wolfsburg. Ich habe jetzt das also diese Chancenverwertung und so. Das war nämlich ganz witzig, weil die haben jetzt irgendwie zum dritten Mal die Saison 0-0 gespielt. Und es war schon wieder so ein Spiel, das auch hätte 2-2 locker ausgehen können, weil da einfach so viele Chancen waren. Weil Wolfsburg-Spiele neigen irgendwie dazu, dass beide Mannschaften zum Chancentod werden, nicht nur Wolfsburg. Auch Mainz hatte sehr gute Konter, die sie einfach nur hätten besser ausspielen müssen. Ja. Wolfsburg ist besser, ist mit Luis Gustavo wieder als Ankerpunkt vor der Abwehr, der ein bisschen was auf sich zieht, besser geworden. Arnold fand ich stark, der sich viel bewegt hat. Ich glaube, ich verwechsel das gerade nicht, aber Arnold war es, glaube ich. Meine Stimme geht weg, es wird spät. Aber vor dem Tor wieder, Mario Gomez, tut mir leid. Der arme Kerl, der trifft einfach nicht mehr. Kann machen, was er will, irgendwie jeder Ball geht vorbei. Das wird auch wieder besser werden, denke ich. Ich kann leider nicht so viel zu diesem Spiel hinzufügen. Außer, dass Wolfsburg ja so ein bisschen gerade wieder im Niemandsland verschwindet. Und man sich da fragen muss, ob diese Mannschaft auf Dauer, vielleicht ist es auch einfach nur die äußere Wahrnehmung auf den Verein. Aber jetzt muss ich verbessern. Gustavo ist ja noch gar nicht wieder zurück, aber Seguin hat er gespielt. Ja. Hat gut gespielt. Den hatte ich bei Comunio übrigens, habe ihn dann wieder verkauft, was vielleicht nicht so klug war. Jedenfalls Wolfsburg auf Platz 13. Man erwartet so viel von der Mannschaft, einfach weil die auch so viel investieren oder weil da auch immer so viel Summen über die Ladentische geht. Ist ja am Ende des Tages ist ja der Transferverlust
das, also die Bilanz, die dabei rauskommt. Aber das sind natürlich Spieler da mit viel, die mit großen Werten gehandelt werden. Man erwartet von Wolfsburg dann irgendwie immer, dass sie da oben mitspielen. Das hat letzte Saison nicht geklappt. Diese Saison sind zumindest der Start lässt da jetzt auch keine große Besserung erwarten. Was ist mit Wolfsburg? Ja, es ist schwierig. Also es wurde auch ein bisschen zu sehr, du redest jetzt ein bisschen zu gut da, glaube ich. Weil ich fand das nicht, also diese Blaschikowski-Gomez-Geschichten, die wurden mir ein bisschen überwertet. Die haben beide eine gute EM gespielt. Mhm. Aber wenn man dahinter guckt, sind die beiden auch nicht mehr in ihren besten Jahren. Blaschikowski hat jetzt sehr ähnliche Probleme wie auch in der italienischen Liga hatte, dass ihm einfach das Tempo mittlerweile ein bisschen abgeht. Und dann hast du einen Gomez, der nicht trifft. Wenn er treffen würde, würde es anders aussehen. Und klar. Auch nicht zur Nationalmannschaft kann. Ja. Und Dost verkaufst du dafür und dann kommt Gomez rein. Dost, der halt in den letzten Jahren wirklich der Torgarant war. Dann ist das natürlich schwierig. Dann hast du auch nicht mehr diese Qualität wie in den letzten zwei Jahren. Du hast einen Draxler, der kurz vor Start der Liga noch eigentlich weg wollte, dem man dann irgendwie gesagt hat, du musst bleiben, wo auch die Frage ist, er sagt zwar, es wird im Winter nicht wieder aufgemacht, das Fass, aber er sagt, es wird aufgemacht, nur nicht von ihm. Ja, ja, meine ich ja. Also, dass er nicht sich jetzt damit abgefunden hat und auch identifiziert mit seiner Aufgabe. Aber mir ist auch aufgefallen, dass der Wolfsburger Kader, also natürlich ist der besser als der momentane Tabellenplatz. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das mehr müsste. Aber er ist auch nicht so stark, wie man eigentlich immer denkt. Ja. Oder wie auch noch vor vielleicht zwei Jahren oder so war. Also man merkt schon, dass da auch gerade in der Breite, also wenn man so guckt, auf der Bank kommt, von der Bank kommen dann jetzt auch nicht nur Spieler, wie es jetzt zum Beispiel bei Leverkusen, Dortmund oder Bayern geht. Selbst bei Schalke, würde ich sagen, ist die Bank ja auch nicht schlechter als in Wolfsburg. Ich glaube, wenn Gustavo und die Davi wieder da sind, sieht es auch ein bisschen anders aus. Dann hat man noch ein bisschen. Aber das sind halt zwei, von denen du weißt, dass die nur die Hälfte aller Spiele machen. Ja, ne? Leider nicht mal. Die Davi wäre wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level, wenn der nicht so oft verletzt wäre. Ähnlich wie Marco Reus, der, glaube ich, wenn er fit wäre, ist nicht despektierlich gemeint, aber wenn man sieht, wer Dortmund alles verlassen hat, kann man ja vorstellen, dass Marco Reus sich da einreihen würde, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre. Ja. Weil er auf dem Transfermarkt ist, Marco Reus, ne? Ich schaue dir nur zu. Ja, sehr gut. Gut, Tobi, du hast uns noch was mitgebracht, ne? Ja, haben wir dafür noch Zeit? So, ja. Schaffst du das? Das kriegen wir hin, hoffentlich. Wir müssen auch Spieletipps noch. Tobi hat Vorrang. So. Komm. Ich habe ein bisschen was mit Spielverlagerung gebastelt. Etienne, du bist ja Fan von der NBA. Mhm. Und die NBA hat ja ein Problem, das nennt sich der Spielplan. Der ist ja nicht gleichmäßig. Die Teams treffen ja immer eher so. Am Ende schon, aber am Anfang triffst du eher willkürlich auf Gegner und du weißt halt nicht, wie stark bist du wirklich oder sind meine Gegner nur schwach. Da gibt es Statistiken, mit denen du das ausrechnen kannst im US-Sport. Nennt sich Quality of Competition oder SOS. Ich weiß aber nicht mehr, wofür SOS steht. Und das haben wir mal versucht für die Bundesliga. Das ist jetzt, ich kann jetzt das Ganze kompliziert erklären. Ist, glaube ich, dauert, haben wir keine Zeit mehr für. Aber wir haben mal ausgerechnet, welche Teams hatten einen schweren Spielplan bis jetzt und welche hatten einen leichten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Regie es abbegriffen bekommt. Ich glaube, hier die Tabelle, ich glaube, man kann es nicht gut erkennen. Ja, so ein bisschen kann man es erkennen. Auf jeden Fall kam dabei als Rechnung am Ende des Tages heraus, dass die Bayern München einen Wert von minus 2,4 haben, was relativ viel ist. Man muss jetzt gar nicht den Bezugsrahmen haben, dass sie einen relativ leichten Spielplan hatten. Wohingegen Schalke mit einem Wert von 3,70 ganz unten einen sehr schweren Spielplan hatten. Aber woran wird das denn gemessen? An der Tordifferenz. Also es wird mit Hilfe der Tordifferenz gemessen. Welche Tordifferenz habe ich selber? Welche Tordifferenz hat meine bisherigen Gegner? Und dann gibt es dann 1000 verschiedene Spielarten, da wird das 1000-mal durchgerechnet. Ist eine Formel, die dann durchgerechnet wird. Das kann man nachlesen auf spielverlagerung.de. Und am Ende kommt da ein korrigierter Tordifferenz raus. Der HSV hat ein sehr schweres Auftaktprogramm. Ja, der HSV ist mit 2,74 das zweitschwerste quasi also hinter Schalke. Die da alle nichts für, sozusagen. Die können schon was dafür, aber es ist, man könnte, wenn man das jetzt weiterdenkt, erwarten, dass Schalke den nächsten paar Punkte mehr holt, weil sie viele schwere Gegner schon weg hatten. Ja, der HSV spielt jetzt in Gladbach. Eintracht Frankfurt hat ein eher leichtes Auftaktprogramm. Das kann man auch logisch durchdenken, wenn man sich die Gegner anguckt. Das muss man natürlich auch mal an der Form sozusagen messen. Also, ja, das würde sich verändern quasi. Die Gnade des frühen Spiels gegen Schalke. So, ja. Das ist das Gleiche wie die Gnade des frühen Spiels gegen Gladbach letztes Jahr.
Wenn man einen Gegner erwischt, wenn er gerade im Formtief ist, ist das natürlich von Vorteil. Auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, auf spielverlagerung.de gibt es dann Beitrag. Wo? Wie war die Seite? Spielverlagerung.de. Ich habe noch nicht verstanden. Spielverlagerung.de. Spielverlagerung. Ich würde nie so schäbig Werbung machen in der Sendung. Nein. Aber ich meine, die Eintracht hat jetzt gegen Leverkusen und gegen Schalke in den ersten vier Spielen. Das sind ja jetzt keine Spiele, wo du sagst, boah, leicht, also leichtes Programm. Aber sonst... also, aber sonst waren sie ein paar einfache so Gegner. Darmstadt hatten sie zum Beispiel, die eine sehr schlechte Tordifferenz haben. Ja gut, es ist halt ein nachträgliches Analysetool. Ja. Statistiken. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga heute Saison. An einem ungewohnten Sendeplatz am Dienstag. Nächste Woche fällt Bundesliga aus, weil Länderspielpause ist. Und wir gönnen uns auch eine kleine Atempause. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. In alter Frische, hoffentlich auch wieder vollzählig. Vielen Dank fürs Zusehen. Eine schöne Nacht. Tschüss und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Tschüss.